Herzlich willkommen zurück zu Crusader Kings 3. Ich bin die Miri und wir sind zurück bei einem sehr jungen König, König Matteo II. Von Italien, 3 Jahre alt. Puh, sag ich da nur. Das ist nun wirklich eine sehr vertrackte Situation. Sein Vater, ihr erinnert euch vielleicht, ist nach nur 20 Monaten Regentschaft ermordet worden. Sein Großvater, König Domenico, ist mit 47 gestorben, auch nicht ganz so alt, wie man das sonst so von den Unruheaufhängern gewohnt ist. Und er als Dreijähriger hat nun wirklich ein schweres Erbe. Zum einen kann er selber natürlich erstmal gar nichts entscheiden. Und zum anderen finden die Vasallen es natürlich gar nicht geil, dass jetzt ein Kind auf dem Thron ist. Also wirklich eine sehr schwierige Situation für uns, die aber natürlich in der Geschichte auch durchaus Vorbilder hat. Also es ist nicht ganz, naja, nicht ganz ungewöhnlich gewesen, dass es mal passiert ist, dass auch mein Kind auf den Thron kam. Tatsächlich gibt es in der schon viel bemühten Dynastie, die ich schon häufig erwähnt habe, auch einen Fall, nämlich bei den Ottonen. Otto der Dritte, also der Enkel von Otto dem Ersten, Otto dem Großen auch genannt, Sohn von Otto dem Zweiten, besonders kreativ waren sie mit ihren Namen nicht, der kam auch mit 3 Jahren auf den Thron, nachdem auch sein Vater sehr jung gestorben war und wurde als Dreijähriger also gekrönt. War ein bisschen andere Sache. Es war damals durchaus üblich, dass der Nachfolger schon zu Lebzeiten des herrschenden Königs gekrönt wurde. Sobald man also einen Erben halt hatte, beziehungsweise wenn es aus irgendwelchen anderen Gründen auch notwendig wurde. Und Otto der Dritte wurde also gekrönt. Allerdings war sein Vater dann schon wieder tot. Also es wurde vorher initiiert, dann ist er gestorben, dann war die Krönung und dann haben sie erst davon erfahren. Die Nachrichten sind damals ja ein bisschen langsamer von A nach B gekommen. Und das hat natürlich auch zu vielen Unruhen geführt. Große Aufstände innerhalb des Heiligen Römischen Reiches. Und daraufhin haben dann, nachdem es, also es gab wirklich einiges hin und her und letztlich haben die Eltern, also die Mutter und die Großmutter von Otto dem Dritten die Regentschaft übernommen. Das waren Theophano, die kam aus dem Byzantinischen Reich. Die hatte Otto den Zweiten geheiratet und eben Adelheid, von der ich schon mal berichtet hatte. Und diese beiden haben also die Regentschaft für den jungen Otto den Dritten übernommen. Wir befinden uns witzigerweise, also es ist von der Zeit her auch gar nicht mal so abwegig. Also Otto der Dritte ist 980 geboren. Ist jetzt fast 100 Jahre später, aber das ist okay, denke ich. Und auch da gab es natürlich auch während der Regentschaft durchaus Probleme, aber sie haben es doch geschafft, das Reich irgendwie zusammenzuhalten. Und als er dann 14 war, so ungefähr 14, ungefähr um 994, hat er selber auch die Regierungsgeschäfte nach und nach übernommen. Man hat dann versucht, auch für ihn eine Braut in Byzanz zu finden. Und also er war viel in Italien tatsächlich unterwegs, war eher so ein italienischer König, was den Deutschen natürlich überhaupt nicht geschmeckt hat. Und er ist allerdings auch sehr jung gestorben. Wahrscheinlich wurde er vergiftet, sagen die Chronisten. Ob das nun stimmt, lässt sich natürlich nicht mehr nachprüfen. Auf jeden Fall starb mit ihm dann auch die Ottonen aus. Die hatten nicht so viele männliche Nachkommen. Kann man einfach anders nicht sagen. So viel also zu den Ottonen. Jetzt zu unserem Matteo. Der unglücklicherweise auch noch einen Kreuzzug geerbt hat, der eigentlich von seinem Großvater initiiert wurde. Erinnert euch, König Domenico, der war ja recht kriegerisch unterwegs und der hatte diesen Kreuzzug versprochen. Dann ist er gestorben, sein Sohn hat versucht, ihn fortzuführen und das auch durchaus erfolgreich, wenn man es mal so sagen kann. Also die Truppenstärke ist nun doch deutlich auf der des Papstes. Mittlerweile habe ich übrigens auch verstanden, dass das Kriegsziel eben nicht das Königreich Bayern ist, was man meinen sollte, sondern dass es um diese Provinzen hier geht, die natürlich zum Königreich Bayern dazugehören. So,
Das Problem ist nur, wir haben jetzt erstmal keinen Begünstigten mehr und ich habe mir überlegt, wir werden das einfach beibehalten. Ich sehe jetzt keinen Grund, warum man das ändern sollte. Ich denke auch nicht, dass wer auch immer regiert, daran jetzt was rüttelt. Das ist ein Kreuzzug, da sind wir jetzt halt mit drin. Wie viel wir uns jetzt daran noch beteiligen werden, ist eine andere Frage. Ich werde jetzt hier auf jeden Fall erst noch ein bisschen belagern. Allerdings denke ich, dass ich die Belagerung abspalten werde und die mal in Salzburg stationieren werde. Wir müssen es ein bisschen im Auge behalten, nicht, dass die uns hier aufreiben. Hier ist auch eine recht große Truppe von verschiedensten unterwegs in diese Richtung zu diesen Truppen. Die werden die sicherlich schlagen, da muss ich nicht mithelfen. Ich versuche jetzt ein bisschen meine Truppen zu schonen, denn die sind natürlich jetzt auch ganz schön nach unten gegangen durch diese ganzen Machtwechsel. Wir hatten ja mal doppelt so viel, falls ihr euch erinnert. So, nächstes Problem, wir haben keine Bündnisse. Das ist ein bisschen blöd in dem Spiel und das verstehe ich auch nicht, warum ich diese Bündnisse nicht erneuern kann. Wenn der Vorgänger stirbt, werden die meisten Bündnisse aufgelöst. Obwohl unsere Schwester ja nach wie vor mit dem Prinzen von Westfranken verlobt ist, kann ich, wenn ich das richtig sehe, hier kein Bündnis mehr schließen. Das wird dann also erst, wenn die heiraten, wieder da sein. Selbiges gilt auch für unsere zweite Schwester, die mit dem Sohn des Herzogs von Piemont verlobt ist, hier regulär. Das muss ich noch mir überlegen, ob ich das wirklich so beibehalte. Denn derzeit ist es so, dass unsere älteste Schwester alles erben würde von uns. Wir haben ja keine männlichen Nachfolger. Unsere Mutter ist allerdings noch mal schwanger. Es könnte also jetzt jeden Moment hier auch soweit sein. Mal sehen, was da rauskommt. Wenn es einen Bruder gibt, haben wir, naja, erstmal Glück gehabt. Zu unserer Mutter kommen wir gleich nochmal. So. Dann, dass wir keine Bündnisse haben, ist insofern ein großes Problem, dass wir wahnsinnige Fraktionen haben. Nicht von diesen 1000%, die irritieren lassen. Das ist auch immer direkt nach dem Machtwechsel. Da muss jetzt erstmal ein Monat laufen. Ich hoffe nur, dass die in der Zeit nicht triggern. Hier steht ja auch immer Fraktionsmilitärstärkebeitrag minus 0,1%, völliger Quatsch. Also die können, die haben keine 1000% von mir. Sie haben allerdings in der Tat mehr Truppen, das habe ich schon nachgeschaut. Also diese Unabhängigkeitsfraktion da oben, die macht mir jetzt keines Angst, so per se. Aber die Freiheitsfraktion hier unten, also ein bisschen, naja, also ich meine, die Freiheitsfraktion, die würde nur die Lehnsautorität reduzieren. Das finde ich nun eigentlich nicht so dramatisch. Wenn die jetzt gewinnen würden, dann wäre das halt so. Wenn die hier gewinnen würden, würden etliche Vasallen aus dem Reich rausfallen, nämlich alle, die nicht an sich zum Königreich Italien gehören. Das könnte schon eher ein Problem werden. So viel also zu dieser Situation. Wir müssen uns also neue Bündnisse ranschaffen. Das geht in der Regel nur bei Ehe. Das Problem ist nur, wir haben jetzt zwei unserer Schwestern schon im Verlöbnis. Unsere jüngste Schwester ist erst eins. Und ich sehe bisher noch kein vernünftiges Bündnis. Und ich selber bin drei. Auch hier, das große Problem ist nämlich, dass die ganzen Fraktionsmitglieder hier keine jungen Erben haben. Also er zum Beispiel, Herzog Giberto von Kärnten, wahrscheinlich der mächtigste von all denen. Der hat überhaupt keine eigenen Kinder. Seine Frau wird auch keine mehr bekommen. Ich weiß auch übrigens nicht, warum die hier asatruisch ist. Die ist 55, da wird nichts mehr passieren. Sein Erbe ist sein Bruder. Auch der ist verheiratet mit der 56-Jährigen, keine Kinder. Und danach käme sie dann. Sie hat in der Tat einen Sohn, aber hier wechselt dann die Dynastie. Also auch blöd. Dann haben wir den von Verona. Der hat auch nur einen erwachsenen Sohn, der ist auch schon verheiratet, bringt nichts. Otto von Nizza ist noch relativ jung, auch sehr mächtig, ein bisschen mächtiger sogar als der von Kärnten. Allerdings auch er noch keine Kinder. Und seine Frau ist auch nicht schwanger, wenn ich das richtig sehe. Und dann gibt es noch ein paar kleinere, die mir jetzt so jetzt keine Sorgen machen, aber naja, also schwierig, wirklich schwierig. Und dasselbe gilt auch für die andere Fraktion. Es gibt hier im Reich keine vernünftigen Partien derzeit. Was mache ich jetzt also?
Also zum Ersten habe ich mir überlegt, wir versuchen jetzt mal nach, also so gut es geht, unsere Meinung überall zu verbessern. Das große Problem ist, dass wir zum Beispiel keine Leute beeinflussen können als Minderjährige. Uns bleibt also nur der Weg über die Mündel. Und aus diesem Grund habe ich beschlossen, dass ich unsere Mündel neu verteilen werde. Ich werde jetzt also überall hier den Vormund entfernen. Die kommen jetzt erstmal alle wieder zurück an meinen Hof. Das werden manche nicht so gut finden, aber wir müssen jetzt erstmal hier Ordnung schaffen. Außerdem, wo wir schon mal gerade dabei sind, hier, wir werden Gefangene entlassen. Wir brauchen mehr Geld, deutlich. Und da werden wir jetzt Lösegeld fordern für alle, wo es geht. Ich habe auch schon nachgeschaut, das macht für den Krieg gar nichts. Der bringt uns sogar 100 Gold, perfekt. Der bringt uns 50, müssen wir allerdings einen Augenblick warten. Der bringt uns 30. Die bringt uns nichts. Was können wir da noch machen? Was sind sie für eine? Haben wir eigentlich nichts von. Wir werden. Ja. Sie einfach so entlassen mit einer Bekehrung und einem Gefallen. Er ist 10. Können wir auch die Bekehrung und ein Druckmittel verlangen und gut ist. Dann haben wir Matthias von Köln. Auch nicht wirklich nützlich für uns. Auch hier werden wir die Bekehrung einfach verlangen. Und schwaches Druckmittel, so, das ist durch. Und ihn haben wir auch noch, das müsste der Vater sein, ja. Da würden wir auch kein Gold bekommen, weil er einfach keins hat und er kein Lehnsherrn. Ja. Also auch hier, wir machen das hier ganz pragmatisch. Wir lassen die Leute jetzt einfach raus. Rat. Der Rat ist ein guter Punkt. Den müssen wir jetzt natürlich zusammensetzen. Und ich denke, dass in so einer Situation sich natürlich jetzt die Mächtigsten des Reiches quasi als so eine Art Regentschaftsrat zusammenfinden würden. Also ungeachtet von deren Meinung müssten wir jetzt also die Mächtigsten zusammenfinden. Das sind Herzog Giberto von Kärnten, Herzog Simone von Piemont, Herzog Bertoldo von Friaul, Graf Gausberto von Lombardia und Herzog Jacopo von der Toskana. So, wer wird jetzt was machen? Ich denke, am klügsten wäre es, wenn der Herzog von Kärnten weiterhin der Kanzler sein wird. Das wird seine Meinung ein bisschen verbessern, allerdings jetzt auch nicht wahnsinnig. Der Ratsverwalter, das werde ich an. Wie ich das an ihn? Ja, das werde ich wieder an unseren Großonkel, müsste es mittlerweile sein, geben. Auch er wird seine Meinung etwas verbessern. Ja, die haben natürlich jetzt alle durch kurze Herrschaften Wahnsinnsmanus. Also es wird auch ein bisschen besser werden mit der Zeit. Bei manchen wird auch die Meinung vom Vorgänger mit der Zeit einfach besser werden hier. Er war natürlich eigentlich auch ein ganz fähiger Ränkespieler. Er hat allerdings auch das Attentat auf unseren Vater nicht vermeiden können. Andererseits werde ich sicherlich nicht ihn einsetzen mit seiner minus 100. Nein. Aber ich werde hier mal Herzog Simone vom Piemont einsetzen und hier unseren Verwandten, sag ich mal. Der hat auch prompt mal eine positive Meinung von uns, das ist schon mal gut. So, was habe ich mir jetzt noch überlegt? Wir haben noch eine Sache, die ihn hier ärgert. Er möchte die Grafschaft von Verona und er möchte die Grafschaft Mantua. Das ist insofern ein Problem, weil es nur einen Grafen gibt hier. Und ich habe mir jetzt überlegt, da er sowieso in der Fraktion mit dabei ist, werde ich ihn mal an jemanden geben, der in keiner Fraktion ist. Und das ist Herzog Udalrico von Emilia. Ihm werde ich also jetzt den Grafen von Verona übergeben. Das gibt 40 Meinungen von ihm. Wird also hier auch einiges verbessern. So. Für 10 Jahre wird er jetzt eine bessere Meinung von mir haben. Die ist natürlich immer noch nicht positiv. Jetzt müsste bei ihm allerdings dann. Ja, dieser Malus ist draußen. Immerhin etwas. Dann
gibt es noch eine weitere Sache. Und zwar habe ich mir bei unseren Vasallen das mal angeschaut, wer hier was an Steuern und so zahlt. Und ich habe jetzt beschlossen, dass ich bei allen, die hohe Steuern zahlen, die Vasallenbande wieder auf normal ändern werde. Ich weiß nicht, bekomme ich dadurch überhaupt irgendwas? Oder kann ich das ändern? Nee, das findet er immer noch nicht gut. Genau, wenn ich nämlich das jetzt mache, dann wird er eine bessere Meinung von mir haben. Klar heißt es, dass ich weniger Gold bekomme, aber ich glaube nicht, dass sich das rentiert. Zumindest meiner Erfahrung nach ist die Meinung doch wichtiger als das Geld. Und dasselbe werden wir auch hier machen. Also auch er wird jetzt wieder auf normal gehen. So. Dürfte die Meinung bei einigen ein bisschen bessern. Bei ihm, gut, er wäre übrigens auch ein sehr guter Kanzler. Allerdings, wie gesagt, Kärnten ist mächtiger. Was kann ich noch tun? Unsere Mutter, Königin Cotilda von Italien, ist waldensisch und schwanger. Jetzt habe ich mir lange überlegt, wie handhabe ich das? Zum gegenwärtigen Zeitpunkt brauchen wir uns nichts vorzumachen. Eigentlich regiert nicht König Matteo II. Von Italien, sondern sein Vormund, den ich allerdings noch nicht ausgesucht habe. Beziehungsweise sein Rat. Und sein Rat besteht ausschließlich aus Katholiken. Und ich denke mir, dass die darauf bestehen, dass sie endlich mal sich bekehrt. Das werden wir also machen. Und steht auch durchaus im Raum, dass sie nochmal heiratet zu Bündniszwecken. Müsste das eigentlich funktionieren. Allerdings werden wir jetzt natürlich erstmal warten, bis ihr Kind geboren ist. So viel ist schon mal sicher. So, wen haben wir noch? Eine Sache haben wir natürlich keinen Ausbildungsfokus. Wir sind jetzt neugierig. Und ich brauche meine Würfel. Sekunde. So, ich habe die Würfel. Wir sind neugierig, das heißt, wir entscheiden uns jetzt mal wieder zwischen Bildung und Diplomatie. Das haben wir, glaube ich, schon ein paar Mal gehabt. Und dann würfeln wir mal. 1 bis 3 ist Gelehrsamkeit, 4 bis 6 ist Diplomatie. Ich habe wieder eine 5, das wird Diplomatie. Kann ich noch nicht auswählen, weil er noch nicht 6 ist. Okay, dann müssen wir uns das merken. Wenn er 6 ist, dann bekommt er diesen Fokus. Danach wird sich natürlich jetzt auch ein bisschen sein Ausbilder dann richten. Und jetzt muss ich mal ein bisschen überlegen, wen nehmen wir denn jetzt am besten? Es wäre natürlich schon gut, wenn es jemand wäre, der gut in Diplomatie ist. Sollte aber auch jemand ist sein, der mächtig ist. Und bei dem wir vielleicht die Meinung drastisch verbessern könnten. Wer ist denn in der Fraktion? Vielleicht können wir ja da was regeln. Er hier. Also ihr seht schon, jetzt ist hier auch einer weniger geworden. Man könnte das schon so machen, dass man ihm das Mündel anbietet, nämlich uns selber. Und dass er... Aha, er wird 15 Meinung bevormund eures Verwandten. Das bin ich selber. Okay. Also dadurch wird er 15 Meinungen gewinnen. Vielleicht sogar ein bisschen mehr. Ich hoffe, dass wir uns hiermit nicht in eine Falle begeben. Aber er sieht mir jetzt nicht wie ein besonders ränkespielender Typ aus. Ränkespiel ist übrigens auch noch ein guter Punkt. Wüsste ja wirklich zu gerne, wer meinen Vater umgebracht hat. Und ich denke, da haben auch andere ein berechtigtes Interesse dran. Deshalb werde ich jetzt mal ihn in Genua Geheimnisse aufspüren lassen. Das wird ein bisschen dauern. Ich hoffe mal, das wird nicht unser Tod, weil er hier nicht mehr komplett zerstört, aber das mu muss ich jetzt einfach wissen. Dann. Was haben wir noch? Wir haben noch unsere Geschwister. Jetzt muss ich mal kurz gucken. Der Vormund ist weg. Sie ist eine Verwaltungsausbildung. Vielleicht nehmen wir hier mal unseren Großonkel. Der soll unsere Schwester ausbilden. Dadurch bekommt er 25 Meinungen. Ach, wie sie alle hier Kreuzritter sind.
Und dann haben wir natürlich noch unsere andere Schwester, die ist in einer Kriegsführungsausbildung. Hier wäre also vielleicht eher von Piemont ganz gut. Mündel anbieten. Wo ist sie? Isabella. So. Dann haben wir gerade gesehen, wir haben noch eine weitere Verwandte, nämlich unsere Tante. Unsere Tante Eleonora ist 13 und hat eine Verwaltungsausbildung, wie so viele andere auch. Wen kann man denn da noch nehmen? Vasallen? Ja, der von Toskana, der hat jetzt schon eine andere. Was kein Problem wäre, man könnte ihm auch einfach noch eine geben, aber. Nee, muss nicht sein. Der hat auch schon einen. Er noch nicht. Ancona. Na, der ist selber noch nicht so alt. Was für Leute wir hier haben. Naja, der ist jetzt. Ah, doch, das könnte man schon machen. Man könnte ihm jetzt unsere Tante schicken. Ach, das geht gar nicht. Warum geht das nicht? Naja, verstehe das, wer will. Unsere Tante muss aber auf jeden Fall auch ausgebildet werden, so wie schon mal sicher. Vielleicht können wir ihm das ja geben. Mündel anbieten. Nee, doch. Geht. Bringt aber auch nichts. Ehrlich gesagt, das bringt gar nichts an Meinung. In dem Fall können wir einfach irgendeine gute nehmen. Also Eleonora. Kind unterrichten. Was hat sie nochmal? Verwaltung. Soll unsere Großmutter machen. So. Noch irgendjemand? Ja, unsere jüngste Schwester natürlich, aber das glaube ich nicht, dass das jetzt schon so sinnvoll ist. Tja, so, diese Folge war jetzt viel überlegen und wie gehen wir vor und so. Ich werde jetzt einmal kurz die Pause lösen, damit die ganzen Sachen durchgehen können. Die ganzen Leute aus dem Kerker raus und so. So, die ganzen Lösegelder sind da. Druckmittel ohne Ende. Ja. So, unsere Mutter ist konvertiert. Sündhafter Bischof. Jetzt ein Lösegelder. Sehr schön. Ja. So viel also dazu. Was machen wir jetzt noch? Habe ich noch was auf meiner Liste hier? Was machen unsere Fraktionen? Aha, das sieht doch schon besser aus. Die sind bei 96% und die sind bei 80. Das ist schon mal sehr schön. Das hatte ich ein bisschen gehofft. Kann ich irgendwelche Geschenke vielleicht verteilen? Aber ich glaube, das bringt noch nicht so viel. Nee. Das bringt, kostet viel Geld und bringt wenig Meinung, weil unsere Diplomatie natürlich noch extrem niedrig ist. Und wie gesagt, andere Möglichkeiten haben wir, glaube ich, nicht. Weiß gar nicht, ob das noch zusätzlich was bringen würde. Ja, würde es tatsächlich. Aber ich glaube, eine Einjährige übergibt man nicht einfach an irgendwelche Vasallen. Gut, mit 80% kommen wir klar. 96 wäre ja auch erst in 10 Monaten. Bis dahin ist also noch ein bisschen Zeit. Und ich denke, wie es läuft, werden wir uns dann in der nächsten Folge anschauen. Ich weiß, es war jetzt diese Folge wirklich eigentlich nur Gelaber und gar nicht groß spielen, aber muss ja auch mal sein. Wir müssen das Reich festigen. Wie gesagt, unser Vormund ist jetzt der Herzog von Kärnten. Damit wird die Politik natürlich auch sehr von ihm gestaltet. Er ist ein sehr guter Diplomat, sprunghaft, unersättlich gesellig. Bucklig. Ja. Ich würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann, macht's gut, eure Miri.